Ja, hallo, der Michi hier von Mika News. Ich bin ja auf der Deutschen Meisterschaft OR8 beim MSC Sand. Im Hintergrund seht ihr, es wird aktuell nachgetankt. Ja, vor den Läufen, nach den Läufen gibt es eine technische Abnahme. Da wird auch der Tank ausgelittert, die Fahrzeugbreite genommen, die Spoiler, tiefe Höhe und vieles mehr. Wie es abläuft in der technischen Abnahme, ein paar Eindrücke hier noch davon, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Technische Abnahme. Wir gehen mal hier nochmal durch, auch wenn wir es schon mal haben. Zuerst wird hier ein Schritt erwartet. Da wird jetzt hier erstmal die Pumpe angeschlossen. Schon wieder so eine. So. Bis ganz zum Rand macht ihr voll. Ja, bis ganz oben wird hier voll gemacht. So, und das läuft jetzt über die Pumpe, wird jetzt gepumpt. Schon entspannt. Ja, ist noch ein bisschen. Kann Platz. Da mal rein, ne? Ja. Kannst du ausfräsen von unten, von innen noch den Tank. Wie viel ist das? 2 ml oder 3 ml oder ist das mehr? Also ich würde sagen, höchstens. Perfekt. Perfekt, Mikromethananteil wird hier getestet. Und wie gesagt, hier an der Pumpe wird angeschlossen hier vom Vergaser der Spritschlauch. So, dann geht's hier. Fahrzeugtechnische Abnahme noch. Gehört noch dazu, es wird die Fahrzeugbreite genommen, ganz wichtig, muss nach unten rollen, dann wird die Spoilerbreite genommen, also Breite, Tiefe, dann die Winglet, Wingletbreite und Winglethöhe kommt auch noch dran, müssen auch dem Reglement entsprechen. Dann gibt es die Reifenbreite, darf halt nicht überschreiten das Ganze. Und dann noch gibt ein Maximaldurchmesser. Oder ist ein Minimal? Das ist der Mindestraddurchmesser, ja. Der wird hier noch gemessen. Bei den Fahrzeugen. Wo sieht man es? Ach so. Dann muss es noch eine EFRA-Nummer geben für das Gate-Rohr. Das muss natürlich auch legal sein. Ganz wichtig. Dann mache ich ein anderes Rohr rein. So. Ja. So, und hier gibt es jetzt noch die Markierungen fürs Chassis und für den Tank. Damit man nicht jeden Lauf prüfen muss. So, mit Nagellack gibt es hier noch die Sicherheitsmarkierung. So, und dann bekommt der Teilnehmer ein Fahrzeug wieder zurück. Ja, und das passiert in der technischen Abnahme. Nach jedem Lauf gibt es dann nochmal eine technische Abnahme. Das heißt, wie hier zum Beispiel nach dem gezeiteten Training, werden die Fahrzeuge nochmal teils gecheckt, wenn sie gecheckt werden müssen, meist stichprobenartig, aber im Prinzip immer die wichtigsten Dinge, wie die Fahrzeugbreite, Spoiler, Tiefe, dann praktisch Spoiler, Breite, Tiefe, Höhe, Ringlet und so weiter. Fahrzeugbreite natürlich wird getestet und ab und zu wird natürlich stichprobenartig auch noch der Tank ausgeliefert. Aber das wirklich nur im Zweifelsfall. So, hier werden Motoreinstellarbeiten gemacht. Da wird es getestet, es wird Gemisch eingestellt, Leerlauf. Es gibt so viele Einstellmöglichkeiten am Motor, aber da ist die Faszination Nitro.
hier warten die Leute dann auf den nächsten Lauf. Zeit wird wieder nachgetankt hier. So, und dann gibt der Rennleiter die Strecke frei. So, hier mal eine Sicht von oben und dann auf die Strecke. Schöne Strecke hier beim MSC-Stand. So, dann werden wir mal ein Fahrzeug verfolgen. Wollte ich eigentlich das machen, aber gehen wir mal auf das nächste. Die Strecke ist nicht einfach. Geht hier berg nach oben, bis ganz nach oben, dann nach unten, wieder nach oben, nach unten, anbremsen, geht wieder berg hoch, dann berg unten und dann die Doppelsprung, gut nehmen, hat er gut genommen. Die Fünferkombination geht hier nach unten, geht nach oben und schon haben wir hier eine Runde beendet. So, und hier sehen wir jetzt mal einen typischen 4WD-Buggy Nitro. Wir haben hier eine Startkiste, wir haben hier einen Glühkerzenstecker, Temperaturmesser, Sprit, Pulle. Warum? Um den Tank danach zu tanken. Dann haben wir eine Fernsteuerung, klar. Zwei Kanal braucht man hier. Dann haben wir hier vorne das Lenkservo und hier das Gasbremsservo. Da sieht man hier einmal die Bremse nach vorne und nach hinten. Dann wird hier beim Gas geben, wird hier der Vergaser geöffnet und dadurch Gas gegeben. Vor dem Lauf wird nochmal hier der Vergaser erwärmt, bevor man den Motor startet. So, Resorohr muss eine EFRA-Nummer haben. Auto habe ich ja gesagt, muss dem Reglement entsprechen. So, wir haben Einzelradabhängung, wir haben Kegeldifferenziale drin und jetzt startet er den Motor. Die Startkiste muss natürlich vorher eingeschaltet werden. Jetzt lässt er den kurz laufen, einmal durchlaufen. So, dann wird der Motor gestartet. Der braucht den Glüher, damit die Glühkerze überhaupt erst glühen kann. Deswegen braucht man das. Wird der Motor gestartet. Hier, das wird abgemacht. Das wird erhitzt. Damit wird praktisch der Vergaser warm gemacht. Hier. Wie gesagt, die Fahrzeuge haben alle Einzelradaufhängung, Stabilisator, Sturz einstellbar, Dämpfer einstellbar und ja, eigentlich vieles mehr. Man kann hier alles machen. So, jetzt hat er schon die Karosse drauf gemacht. Es ist ziemlich laut. Ich hoffe, ihr hört überhaupt was hier. Jetzt werden die Motoren warm gefahren, ja? Bevor es überhaupt auf die Strecke geht. Na, man kann es noch anpassen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es überhaupt so mitbekommen. Vom Ton her war ja ziemlich laut gewesen, aber das ist eben Faszination. Nitro, Verbrenner, egal Offroad oder Onroad, das ist im Prinzip hier das Gleiche. Was noch interessant ist, es riecht natürlich nach Nitro momentan, das macht natürlich nochmal den Reiz aus. Dann in den Finals wird natürlich nachgetankt, das ist nochmal richtig Motorsport. Pur, wie man sagt. Man muss halt auch nachtanken. Man braucht Mechaniker und ihr seht, das sieht ja richtig geil aus. Das ist Faszination der TKW-Sing. Ich wollte euch jetzt mal nahebringen, wie eine technische Abnahme funktioniert und was es bei den Fahrzeugen wohl zu beachten gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Mika.